So, der nächste Auftrag. Systemfehler Fahrwerk. Müssen wir mal schauen, was da die Ursache sein könnte. Hallo, die Damen. Gut, hier sind noch Haare zu sehen. Gucken Sie mal hier. Ich weiß nicht, ob da noch mal ein Marder drin war oder was. Ich hab gedacht, oh Gott. Sehr toll ist es ja nicht, wenn wieder der Marder was durchgebissen hat. Verkauft das Auto? Nein. So, ich starte mal. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Hallo, ich bin Ronny, Pannenhelfer in Berlin. Also hier zum Beispiel steht jetzt drin, während der Fahrt ausgegangen, springt nicht an und Rauch aus dem Auspuff. Ja, müssen wir mal gucken, was das bedeutet, Rauch aus Auspuff. Also ich bin gelber Engel, ja, Blut durchweg. Man hatte gelbe Blut mit den Jahren, wenn man diesen Job macht. Dann gucken wir mal. Morgen. Morgen. Ist auch mein Name. Ein Mitglied ist auf der Autobahn gefahren und hatte starken Rauch festgestellt. Also er konnte sich noch von der Autobahn retten. Neuwagen. 24.000 Kilometer. Ich versuche alles dran zu setzen, dass wir keinen Abschlepper brauchen. So, wir gucken jetzt mal im Motorraum rein, ob wir da irgendwas schon mal sehen. Ich schaue mal kurz, ob überhaupt Öl drin ist. Ist was drin? So, der nächste Auftrag hat einen Nissan Qashqai. Und da steht eine Bemerkung, erkennt Schlüssel nicht, bzw. Systemfehler Fahrwerk. Müssen wir mal schauen, was da die Ursache sein könnte. Da stehen sie schon. Hallo, die Damen. Hallo. Bei mir stehen gleich mehrere Sachen. Systemfehler, Schlüssel wird nicht erkannt. Ja, das leidige Thema, wenn alles elektronisch ist. Okay. Ich betätige ja eigentlich nur den Knopf da, ne? Ja. Hat er immer gesagt, nicht, wird nicht erkannt. Okay. Warnung, falsche Schlüsselerkennung. Ja. Sehr toll ist es ja nicht, wenn man nicht mehr mit Schlüssel starten kann. Ne? War dann im Auto irgendwie Einbruchspuren oder war das Auto auf, war verschlossen? War alles in Ordnung, ja. Er springt nicht an, der Schlüssel wird nicht erkannt. Jetzt müssen wir mal schauen, was die Ursache ist. Da haben wir unseren Dongle rangeschickt. Und dort können wir alle Fahrzeuge auslesen und gucken erstmal, was für ein Fehler drin ist. Die Batterie ist ein bisschen schwach. Also habe ich erstmal mein Powerpack angeschlossen, damit wir Versorgungsspannung haben. War das schon mal das Problem? Haben Sie das schon mal gehabt? Na, ich hatte mal einen Marderschaden. Ja? Wie lange stand denn der jetzt hier? Freitag. Freitag sind wir. Freitag. Heute haben wir Montag. Gut, hier sind noch Haare zu sehen. Gucken Sie mal hier. Ich weiß nicht, ob da noch mal ein Marder drin war oder was. Und dann haben wir natürlich mal geschaut, ist da überhaupt noch Öl drin? Ist was drin? Nö. Normalerweise sieht man hier zwei Punkte. Da ist Minimum, hier ist Maximum. Und wie man sieht, ist kein Öl da. Super. Der Motor ist ja hochgejagt. Ja. Hat gequalmt hinten? Ja, hat gequalmt hinten. Dieser Rauch, den er hatte, war Motoröl letztendlich gewesen. Ja, damit er sich den Motor rausgesaugt haben, ja. Hat gedacht, oh Gott, das wird teuer. Also der Motor wahrscheinlich wirklich einen Motorschaden haben. Und wer hört sowas schon gerne? Ne? Geht ja nicht. Also wenn man es ein halbes Jahr alt und dann hast du gleich so einen Stress. Deswegen hört man sich ja per Neuwagen. Ich werde jetzt den Abschlepper beauftragen. Ja, sind nicht ganz so schöne Pannen für uns, weil das ist für uns kein Erfolg. Das ist für uns, ne, wo man dann deprimiert nach Hause fährt. Ja, und nicht glücklich, sondern Mitglied ist deprimiert, wir sind deprimiert, wir können nicht helfen. Das ist natürlich nicht so schön. Also wäre schön, nee, leider nicht. Aber das wäre doch mal flott, wa? Ja, du kommst genau richtig, danke. Vielen Dank. Mehr kann ich leider nicht für dich tun. Alles Gute. Ja? Tschüss. Wenn wieder der Marder was durchgebissen hat, dann ist man ja auch mit dem Marderschutz nicht sicher. So, wir lesen mal aus. Machen wir eine Gesamtabfrage und lesen einfach alles aus. Jetzt hört sich ja fast an, als wenn die Batterie. Ja, dann sieht man schon ein Fehler, zwei Fehler, Airbag-Fehler. Ne? Dieser Fehler, der da ausgelesen wird, weist uns vielleicht in eine Richtung, die uns helfen kann, dass wir da weiter suchen können. Also grob überschlagen, 20 Fehler haben wir hier locker mal. Ich verkaufe das Auto. Nein. Ich weiß nur eins, wo ich ankam, war die Batterie jetzt entladen. Da wissen wir noch nicht, warum die Batterie entladen war. Ohne mein Powerpack wäre diese Batterie auch nicht mehr startfähig gewesen. Wenn wir jetzt einen Marder hätten, dann hätten wir jetzt eine Lampe an. Dann würde der Fehler auch nicht löschen lassen. Naja. Problem haben wir jetzt nicht. Ja. Alleine schon die Fehler zu finden vor Ort macht einen so glücklich. Ne? Man sucht und sucht. Das große Fragezeichen, woran es jetzt liegt. Ne? Okay. Also gut ist ja, dass er erstmal einspringt. Ja. Wahrscheinlich kein Marder. Ist es. Ja.
Aber vielleicht ist ja auch die Batterie entladen. Jetzt können wir nochmal starten und gucken, ob er anspringt ohne Hilfe. So, ich starte mal. Ich denke, er springt an. Guck mal, da steht ein Rad, das ist ein Fahrrad, das hatte. Reifendefekt Fahrradpanne gehört ja zu unserem neuen Aufgabengebiet. Die Mitglieder freuen sich, dass wir sowas machen. Und dann gucken wir mal, ob wir da helfen können. So, dann holen wir uns mal ein Fahrrad rüber und schauen mal. Das war schon mal, ja, da ist, glaube ich, so ein Reifen drin, der so zwei Enden hat. Oh, wurde der von uns reingemacht? Ja, genau. Okay. Da müssen wir uns anschauen jetzt, was die Ursache ist, was jetzt noch passiert ist. Der Mantel ist auch ganz schön porös. Also der Mantel ist eigentlich hinüber. Das heißt, sie haben gar kein Profil mehr drauf. Ja, brauche ich einen neuen. Das ist ja schon ein Risiko. Kein Profil heißt, ich fahre mit dem Fahrrad. Wenn es regnet, habe ich keine Griffigkeit, habe ich gar nichts mehr. Wenn sie dann irgendwo fährt, hinfällt, sich einen Kopf auf Haut oder was auch immer, ne, kann hier keiner mehr helfen. Also der Mantel ist ganz schön aufgelöst da drin alles. Ne? Müssen wir mal gucken, was da los ist. War sehr interessant gewesen, weil da kamen so ein paar Sachen raus, die nicht ganz so schön sind. Ne? Hier wurde schon mal ein Band reingelegt. Das ist können wir noch mal starten und gucken, ob er anspringt ohne Hilfe. Also man sagt, eine gute Batterie sollte nach 5 oder 10 Minuten alleine wieder anspringen. Pech gehabt. Also Batterie bricht zusammen, Batterie ist nicht in Ordnung. Das ist die Batterie. Ja. Ich guck mal kurz, ob unsere passen würde. Schaue ich mal kurz, ob wir eine passende dabei haben. Ansonsten müssen sie bitte zum Hersteller fahren. So, 70-760 würde eigentlich passen, ja, würde passen, kostet 182 Euro inklusive Aus- und Einbau, ja. Und dann würde ich die jetzt reinmachen. Mhm, taugt doch was, die Batterie. Da würde ich ja stark hoffen, die sind von uns. Da haben wir sie. Gucken wir mal, ob er anspringt, wa? Wenn er nicht anspringt, hat er was verkehrt gemacht. Alles Gute, schönen Tag noch, ja? Tschüssi, tschüss. Da kamen so ein paar Sachen raus, die nicht ganz so schön sind. Hier wurde schon mal ein Band reingelegt. Das ist. Aha. Ja, ich sag mal, Ihr Sohn hat es gut gemeint, ne? Aber Sie sehen, das ist halt. Ist ja für Sie auch nicht gut, wa? Wenn Sie so unterwegs sind. Nee. Da kann Ihnen auch was passieren. Haben Sie recht. Ja? Weil ich glaube, der möchte ja auch, dass die Mama gesund nach Hause kommt. Man ist vor Ort Doktor, man muss eine Diagnose stellen, man muss den Menschen in die Arme nehmen. Und dann macht diesen Beruf natürlich auch aus. Wir machen einmal Luft drauf, dann gucken wir mal, was los ist. Ne? Ja, nur, dass ich nach Hause komme. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten zu finden, wo ein Loch ist. Es gibt einmal so einen Lochfinder, wenn man da reinpustet, sieht man, wo Luft rausgeht. Ja? Wenn man die ranhält, wenn es bewegt, dann, dass ein Loch ist. Ne? Ursache haben wir jetzt gefunden. Die Stelle ist leider nicht so gut, weil genau die Stelle am Ventil ist, ja. So, das heißt, also hier kann man nichts flicken, da kann man auch, wenn das jetzt hier ein Loch wäre, hier irgendwo, könnte man Flicken ranmachen, aber hier tut mir schwer, einen Flicken reinzumachen. Also ich würde jetzt unseren Ersatzschlauch reinmachen, damit sie wenigstens nach Hause kommen. Naja, das sind immerhin, ich glaube, 7 Kilometer. Und da ich fahre ja mal Schleichwege. Ja, wenn sie die Abkürzung fährt und sie da hinfällt, wer findet sie denn dann im Wald oder ja, wo? Keiner, mit so einem kaputten Reifen, ne? Wir werden gleich mal schauen, ich mach gleich Luft drauf, gucken wir, dann werden wir nochmal eine Probefahrt machen. Also man prüft auch den Mantel, ob drin irgendwo Sachen noch drin sind, wenn ein Dorn drin ist zum Beispiel. Wenn der Reifen vielleicht platzt, kaputt geht, kann ja passieren, dass irgendwann nicht sitzt, ja. Ich würde jetzt mal kurz einmal da langfahren und zurückfahren, ob alles schick ist. Und ich will ja auch sicher gehen, dass unser Mitglied auch vernünftig weiterfahren kann. Ne? Schaut gut aus. Alles Gute, gute Fahrt, ja? Ja, danke, danke. Tschüss. Und das ist für uns natürlich immer toll, wenn man dann helfen kann. Und dann kommt man nach Hause und man ist glücklich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn wir nicht helfen können, kommt der. Ansonsten haben wir noch weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und allzeit gute Fahrt.